Heute Morgen sind mir die Brötchen für die Familie im Ofen verbrannt. Tja, lieb gemeint reicht wohl nicht. Backkompetenz wäre auch gut. Du bist Humanist, Philanthrop oder Christ oder Moslem oder Buddhist? Ja, man wird sich noch wundern, an welcher Stelle man sich selbst wiederfindet. Die allgemeine Bedeutung von solch einem Standpunkt erstreckt sich aus Glaubensbekenntnis, spirituellen Erfahrungen, kleinen Weisheiten und die soziale Verantwortung. Ein 23-Jähriger erzählte mir von seinem ersten bewussten depressiven Schub. Er sagt, nichts existierte. Wenn man auch die Umwelt wahrnehmen konnte. Und da auch der Tod nicht existierte, war man nicht mal in der Lage, sich selbst umzubringen. Und dabei konnte man trotzdem wissen von dem Nächsten helfen, wissen von Jesus Christus, der Erlöser, von Wiedergeburt und vielen anderen wichtigen inneren, esoterischen Erfahrungen und Methoden. Jesus, Sohn des höchsten Gottes, was willst du von mir? Ich bitte dich. Bitte quäle mich nicht. Wie ist dein Name? Legion. Wir bitten dich. Schick uns. Schick uns nicht in die Hölle. Lass uns einfach in die Herde von Schweinen. Da verließen die Dämonen den Menschen und fuhren in die Schweine. Das war ein Audio aus einem Jesus-Film, wo Jesus auf einer Insel einen Menschen trifft, der dämonisch belastet ist. Ich fand diese Szene immer sehr beeindruckend. Bevor man in solch eine erste Befreiung kommt, ist es sehr schwierig, mit all dem inneren Erleben umzugehen, was Christsein ist, was Menschsein ist. Unsere Augen sehen unsere Situation, unsere Emotionen. Geht es manchmal gut und manchmal schlecht, liegt auch an der körperlichen Beschaffenheit. Und jetzt mit all dem durchzudringen, zum Kern des Lebens, dessen bemüht sich die allgemeine Bedeutung von Humanist, Philanthrop, Christ, Muslim, Buddhist und andere. Und nur mal so vorab, ich finde es beeindruckend, so zu sein wie ein Philanthrop, ein Muslim, ein Buddhist, ein Christ und andere. Aber der Kern des Lebens trägt einen ganz anderen Namen. Und diesen Namen muss man selber haben. Im Buch Offenbarung 2, Vers 7 steht, wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Und dieser Name ist tiefer versteckt als nur Humanist, Philanthrop, Christ, Muslim, Buddhist und andere. Es bedarf mehr als nur Liebe zu Fähigkeit und Fertigkeiten zur Problemlösung. Brötchen, verbrannte Brötchen. Naja, zu sonderbar, zu merkwürdig, oder? Loosen chains, carried the cross of my shame.